Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Talk 2. Nach einer langen, langen, langen Pause melden wir uns in alter Frische zurück. Mein Name ist Pater Lukas und neben mir sitzt meine immer noch charmante und mir immer noch auf der Nase herumtanzende Kollegin Denise K. Ja, unser Pater hat sich in der schönen Sommerpause rein gar nicht verändert. Warum auch? Nee, wir wollen uns zurückmelden mit einem schwierigen Thema, das ihr uns vorgegeben habt. Es soll heute gehen um das kontrovers diskutierte Thema Waffenexporte. Und liebe Denise, lass mich dir von Anfang an sagen, dass ich ein absoluter Gegner jeglicher Rüstungsexporte überhaupt bin. Waffen sind ein No-Go. Und warum bitteschön? Ja, weil man damit tötet. Das ist mir auch klar, aber warum würdest du, sagst also, du würdest keine Waffen jetzt nach Syrien und in den Irak schicken? Nein, muss ich ehrlich sagen. Ich bin der Meinung, dass man sich an die deutsche Exportrichtlinie hätte halten müssen, dass in Krisengebiete keine Waffen exportiert werden dürfen. Bitte schön. Ja, aber dann, es gibt dort auch eine Ausnahme. Und diese Ausnahme besagt, dass es, dass das nicht zählt, dass man Waffen sehr wohl liefern kann, und zwar zur Selbstverteidigung eines angegriffenen Staates. Red doch keinen Unsinn. Fallen hier Bomben vom Himmel? Steht hier alles in Schutt und Asche? Was ist denn hier mit dir? Hier vielleicht wir werden doch nicht angegriffen. Das ist doch kein Vergeltungsschlag, den wir natürlich jetzt hier noch nicht, aber es kann sehr bald kommen. Schau dir doch mal die Radikalen dort an. Die sammeln ja geradezu radikalisierte Muslime, bilden sie aus an Waffen, an Sprengkörpern, brutalisieren sie und schicken sie dann zurück nach Deutschland, nach Europa. Die sind schneller hier, als wir denken, wenn wir die jetzt nicht stoppen. Ja, also und dann ist es sehr wohl Selbstverteidigung, natürlich. Ja, gut. Also ich gebe schon zu, dass also diese Radikalisierung Islamisten hier in Deutschland ein großes Problem ist. Stichwort Salafisten, ja. Das ist ein großes, großes Problem. Aber ich weiß nicht, ob man dem vorbeugt, indem man also diese Waffenexporte da nach unten... Wie willst du mit denen verhandeln? Meinst du, du kannst dich mit denen an den Tisch setzen und... Das geht doch nicht. Das ist letztendlich die einzige Chance. Seht ihr, liebe Leute, Denise ist normalerweise immer ganz lieb und super süß und so. Aber wenn es jetzt um Waffen geht, ne, da dreht die so richtig auf. Richtig, also ein Problem ist, ein Problem ist ja, du weißt ja zum Beispiel nicht, wenn die Waffen da runterkommen, ja, in den Nahen Osten, wie willst du denn darüber bitte die Kontrolle behalten? Natürlich werden dann die richtigen Leute damit beliefert, um die, um gegen diese Terrorgruppen zu kämpfen. Aber du weißt doch nicht, du kannst doch nicht dann die Hand draufhalten. Ich bin der Meinung, mit fast zu 100%iger Sicherheit werden die außer Kontrolle geraten. Nachher werden unschuldige Menschen mit den Waffen erledigt, die wir hier aus Deutschland schicken. Das ist natürlich, UN-Soldaten werden damit beschossen. Es ist natürlich immer das Risiko. Aber trotzdem, finde ich, ist die derzeitige Situation viel wichtiger. Guck dir doch mal im Irak, in Syrien das Blutvergießen an, diese Blutorgien, die Gewalt. Das muss man jetzt stoppen. Da muss man jetzt Waffen hinschicken. Und so traurig es ist, aber manchmal sind Waffen die einzige Möglichkeit, um auch zu überleben. Es ist einfach so. Was willst du denn sonst machen dort? Europäische Waffenbrüderschaften zwischen Nahen Osten und Deutschland, großartig. Wer war es denn letztendlich, der die ganzen Jesiden aus den Bergen befreit hat? Das waren die Kurden. Ja. Und mit was? Mit Waffen. Dank US-Drohnen, dank Flugzeugen, das wäre doch sonst gar nicht möglich gewesen. Ihr merkt, liebe Leute, wie irgendwie argumentativ drehen wir uns hier im Kreis. Nein, wir drehen uns überhaupt nicht im Kreis. Und einen Punkt habe ich noch, und zwar den Papst. Oh. Denn der Papst hat selbst im Hinblick auf den Irak gesagt, dass es legitim sei, dass ein ungerechter Aggressor gestoppt wird. Ja, und da muss ich dem Heiligen Vater, dem glorreich regierenden Heiligen Vater, dem Bischof von Rom, einmal widersprechen und sagen, das ist totaler Unsinn. Denn wo willst du denn bitte die Linie ziehen zwischen einfach einen Aggressor stoppen und einem anderen Bombardement? Wie willst du das eine vom anderen unterscheiden, ohne Kollateralschäden mit zu verursachen? Also ich glaube, der Papst hat da ein bisschen ins Blaue hineingesprochen, da aus seinem schönen Rom. Ich glaube nicht, dass er damit recht hat. Naja, wie seht ihr das denn? Sollte Deutschland Irak und Syrien mit Waffen beliefern oder nicht? Schreibt uns eure Kommentare hier bei YouTube oder bei unserer Facebook-Seite Talk2 oder auf unserer Twitter-Seite Talk2. Wir sind echt gespannt auf eure Meinung. Bis zum nächsten Mal. Jo, und Peace, Jungs und Mädels. Alles klar. Tschüss.